Mann, der in seinem Garten die chinesische Mauer in Originalgröße nachgebaut hat. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ach, wir haben so viele Sonntage jetzt schon miteinander verbracht. Schön, dass ihr wieder mit dabei sind. Wir haben auch heute wieder unglaubliche Geschichten für Sie und wir haben ein tolles Rateteam, was auch heute wieder alles geben wird. Herzlich willkommen, guten Abend, Bernhard Hoeker. Guten Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumpf. Hallo. Und Vincent Weiß. Und wir starten heute nicht mit einem, nicht mit zwei, nicht mit drei Gästen. Nein, wir starten gleich mit 7 Gästen. Herzlich willkommen. Und Ihnen voran Tim Lauer aus Bremen. Tim, wen hast du noch mitgebracht? Fangen wir hier auf der Seite an. Eileen, Sina, Yannick, Lukas, Enrico und Florian. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen euch. Mehr wird aber nicht verraten, ne? Denn es gibt ja eine Geschichte, die es zu erraten gilt. Und wenn Sie mitraten wollen, dann sollten Sie jetzt die Augen schließen, wenn die Möwentröte erklingt. Ja, genau. Oh. Eieiei. Wow. Wow. Respekt. Geschichte ist wieder ausgeblendet. Bernhard beginnt und der Ratehinweis lautet: Kein Gehalt und kein Gemecker. Okay. Bist Hallo. Du bereit? Ja, dann legen wir jetzt los. Hallo Tim und alle anderen, ich grüße euch ganz herzlich. Seid ihr eine Familie? Nein. Seid ihr in irgendeiner Form miteinander verwandt? Nein. Suchen wir eure gemeinsame Arbeit? Ja. Habt ihr eine Firma? Nein. Arbeitet ihr an, ist das ein universitärer Arbeitsplatz? Ja. Ihr seid an derselben Uni und die Fachrichtung ist die Fachrichtung naturwissenschaftlich? Ja. Ihr macht aber schon was, also gut. Ja, ja. Ist es etwas Ingenieurwissenschaftliches, also habt ihr etwas gebaut? Ja. Okay, wir suchen das, was ihr erfunden habt. Nein. Erfunden habt ihr es nicht. Erfunden ist es nicht. Erfunden. Die ersten 200 Euro. Ja, sehr gut. Hubertus. Kein Gehalt. Hat das was Ehrenamtliches? Was ihr tut nicht. Nein. Gemecker, Assoziation. Hat das was mit Ziegen zu tun? Ja, das habe ich gedacht. Nein. Hat es was mit Landwirtschaft zu tun? Nein. Sie machen ein gemeinsames Projekt. Das Projekt ist etwas Kreatives. Müssen wir in der Form verneinen? Ist es eine Dienstleistung? Nein. Stellen Sie ein Produkt her? Nein. Machen Sie das in einer Werkstatt? Ja, in Teilen. Kann ich zu Ihnen kommen und Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen? Nein. Nein. Kommen Sie zu mir? Auch nicht. Kommen Sie zum Beispiel zu Steffi als Frau? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Sehr gut. 400 Euro. Stefanie. Ach, schade, ich habe auf die Ziegen gehofft. Ich auch. Verdammt. Hat das was mit Tieren zu tun? Nein. Nein. Hat das was mit Umwelt zu tun? Nein. Hat es... Oh mein Gott. Hat es was mit Essen zu tun? Nein. Hat es was... Kann man das kaufen? Nein. Ist es etwas, was wir schon mal gesehen haben? Vielleicht. Aber vielleicht. Offensichtlich nicht. Geht es um einen großen Gegenstand? Nein. 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 Müssen Sie dafür Ihren Körper sehr einsetzen, wenn Sie das machen? Nein. Tut das weh? Nein. Kein Gemecker, kein Gemecker. Das heißt, keiner beschwert sich. Oh Gott, hat das was mit Wärme zu tun? Wärme? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar kein Bild. Wir sind bei 600 Euro. Lieber Tim, ihr arbeitet alle zusammen an einem Projekt. Ja. Und arbeiten noch mehr an dem Projekt? Ja. Und könnte ich mich auch bewerben und da mitmachen? Bewerben ja, mitmachen nein. ist es ein sozialpädagogisches Projekt? Nein.
Gott, ey, das ist echt, das kann ja alles, also, arbeitet ihr denn mit anderen Menschen zusammen? Also, erforscht ihr Verhaltensmuster anderer Leute? Nein. Erforscht ihr Verhaltensmuster von Tieren? Nein. Überhaupt Verhaltensmuster? Nein. Nein. Geht es um Gehalt? Erforscht ihr oder... Ach, viel Spaß mit 1000 Euro, ey. 800 Euro sind es aber erst. Denn wir haben ja noch die Beratungsrunde. Ich glaube, er ist der Professor und dann geht's los. Abschluss 1, Abschluss mit einer 2, Abschluss mit einer 3 und jetzt möchte ich nicht mehr drauf zeigen. Und du bist durchgefallen. Und einer ist durchgefallen. Einer oder eine ist durchgefallen. Ja, mach du doch das. Ja. Ja, soll ich das machen? Mach du das. Ja, genau. Ihr habt das Besondere bei euch ist, dass ihr ganz besondere Prüfungsergebnisse hattet. Und zwar habt ihr die Zahlen von 1 bis 6 in der letzten Abschlussprüfung schön sauber auf euch verteilt und nicht gemeckert. Und für einen gibt es kein Gehalt. Das. Schöne Idee, aber nein. Ich glaube, indes, aber es ist nicht so ganz weit weg. Ihr habt alle, das ist euer Professor, in derselben Minute in unterschiedlichen Räumen euren Master gemacht und habt ihn alle mit 1,0 gemacht und deswegen gibt's kein Gemecker, weil alle ihr nur gelobt wurdet und ihr seid insofern die erfolgreichste Studentensextett, was je in eurer Universität war. Warum ihr kein Gehalt dafür nehmt, weiß ich nicht. Hm. Punkt. Nee, ich wollte noch eine halbe Stunde. Das hatte ich befürchtet. Ja. Ja, deswegen. Nein, es ist auch nicht. Sind nicht die erfolgreichsten. Ist irgendwas in der Nähe? Nö, ne? Nein. Ja, gut. Oh Gott. Kein Gehalt. Man sagt ja auch manchmal kein Zuckergehalt, kein Kaloriengehalt. Vielleicht essen die einfach nichts und beschweren sich nicht darüber. Sie machen so ein Experiment, wie lange sie jeweils ohne Essen aushalten. Vielleicht essen sie auch nur Popcorn oder so. Mit einem Professor? Ach, mit einem Professor. Die ernähren sich von der Packung. Die ernähren sich nur von Luft und Liebe. Ja, das wäre ein Projekt. Zu glücklich aus. Nein, das ist auch nicht. Vincent. Ihr habt alle bei Tim einen Abschluss gemacht und zwar, ihr habt alle die gleiche Doktorarbeit geschrieben, alle über das exakt gleiche Thema, obwohl ihr euch vorher nicht kanntet und wurde dann zusammengeführt, weil ihr alle über das gleiche Thema die gleiche Doktorarbeit geschrieben habt und so wurdet ihr zwar als Expertenteam zusammengewürfelt, weil dieses Thema jetzt genauer erforscht werden soll. Und das Thema ist... Voneinander abgeschrieben. Mhm. Das ist das Thema. Auch das ist es nicht. Und damit herzlichen Glückwunsch euch erstmal zu 1000 Euro. Es geht um Fußball. Ach klar. Ja? Weil die kein Gehalt bekommen. Ja, die Spieler, um die es hier geht, die kriegen kein Gehalt und die meckern auch nicht. Denn das Team hier, die sind zehnfache Weltmeister im Roboterfußball. Ja? Deutschland ist zehnfacher Weltmeister im Roboterfußball. Ja? Das ist ihr gemeinsames Projekt. Wir können gleich noch ganz viel darüber erzählen, aber erstmal wollen wir uns das anschauen, wie das funktioniert. Wenn der Ball rollt, sind diese Fans rund um Tim Laue nicht mehr zu halten. Doch ihre Mannschaft kickt mit künstlicher Intelligenz. Wir sind mit unserem Team zehnfacher Weltmeister im Roboterfußball. Tim ist sozusagen der Cheftrainer der B-Humans. I am Robot. Zusammen mit den StudentInnen der Universität Bremen tüftelt der Gruppenleiter ständig an der Software dieser niedlichen Ballprofis. Ein Fußballroboter wird nicht trainiert wie ein menschlicher Spieler. Das heißt, man geht nicht mit ihm auf den Platz und sagt ihm, mach dies, mach das. Sondern man schreibt ein Computerprogramm. Wie mache ich einen Schritt nach vorne? Wie erkenne ich einen Ball? Und das programmiert man. Das Spielfeld 9x6 Meter. Reine Spielzeit 2x10 Minuten. 7 gegen 7. So die Regeln. Untereinander kommunizieren sie über WLAN. Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der hält. Nun ja, nicht immer klappt's. Nach dem Anpfiff können wir Menschen nur noch die Daumen drücken. Die Roboter sind ganz auf sich allein gestellt und müssen selbstständig den Ball finden, sich auf dem Feld orientieren und mit all den ganzen Spielsituationen selbst klarkommen. Und wenn alles gut geht, gewinnt man eben eine WM nach der anderen. Aber faulen ist nicht. Dann gibt es Zeitstrafen.
Jeder Roboter zeichnet sein Spiel aus subjektiver Sicht mit der integrierten Kamera auf. Hinterher werden alle Daten ausgewertet. Also, dass wir als Team wirklich Schritt für Schritt sekundengenau nachvollziehen können, was unsere Roboter gedacht und deswegen gemacht haben. Erklärtes Ziel bis 2050: Die kleinen Kicker sollen gegen echte Menschen antreten. Bis dahin laufen aber sicher noch eine Menge Quellcodes durch die Festplatten der Forschenden des DFKI und der Uni Bremen. Bevor ich ihn jetzt aktiviere, muss ich einmal fragen, zehnfacher Weltmeister, was macht ihr so viel besser als alle anderen? Wir machen es vor allen Dingen schon sehr lange. Mhm. Seit über 20 Jahren machen wir schon solche Dinge. Und wir haben auch Studierende, die das jahrelang am Stück machen können. Man braucht Erfahrung. Man kann nicht einfach so, ich setze mich mal ein Wochenende hin, ich programmiere jetzt auch einen Roboter. Mhm. Und da haben wir zum Glück die Möglichkeit, dass wir mit vielen Menschen über lange Zeit zusammen daran arbeiten. Eine große Datensammlung, auf die ihr zurückgreifen könnt. Die haben wir auch, ja, auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir euch das mal hier zeigen. Ich einfach hier auf den roten Knopf, ja? Ja. Oh Gott, ja, ist das niedlich. Hm? Oh Gott, so süß. Hm? So, jetzt geht's direkt los zum Ball. So, mal gucken, ob ich den Ball auch zurückspielen kann, was er dann macht. Das könnte schief gehen, wenn er hier an die Kante gerät. Das hat er jetzt nicht gesehen, oder? Doch. Ja, komm. Kein Ball mehr da. Umdrehen, du musst dich umdrehen. Ja. So, jetzt aber. Ist das Irritierende jetzt, dass er alleine ist, dass kein Mitspieler da ist, oder woran liegt's? Er spielt ja über Bande. Es fehlt ja auch das Feld und die Tore. Wie viel Energie hat er? 20 Minuten könnte er schaffen. Ja. Auch mehr. Ich glaube, du musst noch mal helfend eingreifen. So, diese einzelnen Roboter, baut ihr die auch oder programmiert ihr die? Wir programmieren die nur, die kaufen wir so. Die kann auch jeder hier sich im Internet bestellen. Mhm. Echt? Und der Wettbewerb, in dem wir mitmachen, da kaufen auch alle Teams die gleichen Roboter, aber machen ihre eigene Software. Also es gewinnt dann das Team, das die klügste Software hat. Okay, verstehe. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste seid. Ein spannendes Projekt. Und sehr gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Alles Gute. Danke euch. Und weiter geht's mit unseren nächsten Gästen. Matthew und Michael, herzlich willkommen. Roberto stellt als erster seine Fragen und das ist die gesuchte Geschichte. Eieiei. Ich würde mal sagen, dass wir es nicht erraten. Das ist aussichtslos. Hubertus? Ja. Der Ratehinweis lautet: Sie sind nie um eine Antwort verlegen. Okay. Aha. Gut. Zeit läuft. Guten Abend. Seid ihr Zwillinge? Ja. Ja. Hat das, was wir suchen, damit was zu tun? Nein. Ich ahnte es schon. Suchen wir nach einem Rekord? Nein. Sammelt ihr etwas? Ja. Aber im weitesten Sinne. Sammelt ihr etwas beruflich? Ja. Ja. Ist es eher euer Hobby? Ja. Ist es draußen? Nein. Drinne? Nein. Das, was ihr sammelt, sind das Alltagsgegenstände? Ist keine klassische Sammlung. Also keine, es geht nicht um Sammlung. Eine Sammlung. Aber ihr habt einen Rekord aufgestellt bei dem, was ihr tut? Kann man das sagen? Nicht wirklich, auch keinen offiziellen Rekord. Hat es was mit Astrophysik zu tun? Ich versuche jetzt mal was. Nein. Hat es was mit Archäologie zu tun? Auch nicht. Na, endlich. Nein. Die ersten 200 Euro. Hallo, hat es was mit Wissen zu tun? Ja. Alltagswissen? Ja. Hat es was mit Quiz zu tun? Nein. Nein. Kann man Sie alles fragen und Sie wissen die Antwort? Nein. Hat es was mit Rezepten zu tun? Nein.
Hat es was mit Hauswirtschaft zu tun? Auch nicht. Mit Mathematik? Nein. Mit Biologie? Nein. Mit Kunst? Nein. Das Wissen ist aber spezialisiert auf ein bestimmtes Gebiet? Ja. Musik? Nein. Ein Schulfach, was wir kennen, haben wir das in der Schule gelernt? Ja, das Fach insgesamt, ja, auf jeden Fall. Also Sport? Nein. Also Geografie? Nein. Jo, habe ich schon Mathe habe ich auch schon gesagt. Chemie? Nein. Sehr gut, gute Fragerunde. Wir sind bei 400 Euro für Matthew und Michael. Es ist für Vincent jetzt der schlimmste anzunehmende Notfall. Es geht um Schule und unterschiedliche Schulfächer. Ja. Was bleibt noch übrig? Ist das Schulfach denn wichtig für die Antwort? Ja, wir sind ja jetzt einige benannt worden, aber es fehlte schon auch noch was. Das würde helfen. Mathe? Nein. Deutsch? Ja. Geschichte? Nein. Habt ihr eine Art Archiv? Nein. Nicht so. Nein. Geht es um Quizfragen? Nein. Ich dachte, das war das größte Archiv an beantworteten Quizfragen. Mehr Fächer hatte ich nicht. Englisch? Ja. Es geht um Englisch. Das Fach Englisch wirklich? Das Schulfach Englisch? Nein. Hat ein anderes Schulfach noch was, also ein anderes Schulfach noch was damit zu tun? Muss ich noch ein zweites Schulfach suchen? Ja. Oh Gott. Physik hatten wir, Deutschland, was hatte ich denn noch? Geografie hatten wir. Biologie? Nein. Hauswirtschaftslehre? Auch nicht. BWL? Noch nicht. VWL? Auch nicht. 600 Euro. Englisch auch nicht. Englisch, ja. Was Englisch, Übersetzung? Vielleicht sind sie Briten. Guck mal, so ein bisschen. Geht es bei euch um Sprache? Ja. Also, ihr könnt ganz viele Sprachen. Ja. Suchen wir einen Rekord? Nein, wir suchen nur so eine Aussage wie, ihr könnt zusammen 15 Sprachen sprechen. Jetzt ist die Frage, sind es 15? Nein. Sind es mehr als 15? Ja. Mehr als 30? Nein. Sind es 25? Mehr als 25? Ja. Sind es 26? 27? Aber die 25 ist schon. Okay, die 25 ihr schon beide gut? Könnt auf jeden Fall schon mal mehr als 25 Sprachen sprechen. Ja, und es gibt aber noch eine weitere Besonderheit, die sehr entscheidend ist. Also mir würde das reichen. Und zwar kennt ihr alle Fragepronomen aus diesen 25. 800 Euro. Kann es sein, dass das alles tote Sprachen sind? Das wäre ja krass. So viele gibt es nicht. Altaramäisch, Latein, ja, Hebräisch, Griechisch, Latein, Hebräisch, Griechisch, das nur, Germanisch. Dafür sehen sie aber relativ lebendig aus für tote Sprachen. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass sie die zu Hause gelernt haben. Schreibe ich nicht an. Sondern, das ist aber eine gute Idee. Aber dass das alles ausgestorbene Sprachen sind. Ja. Das ist das, also die Frage ist, was ist das Besondere an den Sprachen? Oder es sind 25 Sprachen von allen Kontinenten. Ich bin, glaube ich, dran. Ja. Eins noch von mir. Ja. Es geht nicht um irgendeine Besonderheit rund um die Sprachen. Dann fangen wir noch mal neu an mit der Beratungsrunde. Wir brauchen eine neue Beratungsrunde. Vergesst alles, was wir überlegt haben. Ich auch drei Minuten eher sagen. Es geht nicht um die Sprachen? Es geht nicht um die Sprachen. Vielleicht können Sie auch singen. Bin ich eigentlich? Nee, dann ist es vielleicht, dass Sie die besonders schnell gelernt haben. Die haben oder erst die dass Sie die Nationalhymnen singen können, der 25 Länder, deren Sprache Sie sprechen. Du kannst ja loslegen. Pass auf, es hat dann was mit Musik zu tun, natürlich auch mittelbar mit der Sprache. Ihr beide könnt 25 Sprachen sprechen und die jeweiligen Nationalhymnen dieser 25 Länder, deren Sprachen ihr sprecht, könnt ihr aus vollem Brustton, hochmusikalisch wie ihr seid, auch singen. Nein, aber das machen wir, sobald wir zu Hause sind. Ja, okay. Das wären sehr viele Nationalhymnen, wenn ich ja nur an Englisch und Spanisch und Portugiesisch und so denke. Wow, da gäbe es viel zu singen. Stefanie? Ihr könnt die 25 Sprachen auch schreiben. Auch ein guter Tipp, aber nein ist nicht das Gesuchte, Vincent. Okay. Dann würde ich sagen, ihr könnt nicht nur die 25 Sprachen sprechen und schreiben, ihr habt sie auch als am schnellsten auf der Welt, ihr habt einen Rekord im schnellsten Sprachenlernen der Welt und ihr braucht für pro Sprache, um sie fließend sprechen und schreiben zu lernen, immer nur ein Jahr. Nein. Und ihr seid 25 Jahre alt? Ich habe jedes Jahr eine Sprache gelernt. Aber mit Geschwindigkeit. Cool. Guter Tipp, aber falsch. Geil, gut. Super. Die Frage ist, was ist daran jetzt falsch gewesen? Das Jahr.
Das Jahr, die dann, Zahl. Die dann bleibe ich da, dann würde ich das wollen, dass ihr diese 25, also außer Deutsch und noch, aber dass ihr einen Großteil der Sprachen innerhalb des, der letzten 25 Jahre gelernt habt, innerhalb des letzten Jahres gelernt habt, innerhalb eines Jahres gelernt habt. Nein. Nein, das stimmt auch nicht. Ja. Der Tipp von Vincent ging ja, in die richtige Richtung, ja. Aber es war nicht die Lösung. Dass ihr 25 Jahre alt seid? Ja? Nein. Beiden sind 40 und nicht zusammen, jeder für sich. Ja? Ja? Erstmal, Matthew und Michael, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. In der Tat habt ihr natürlich völlig recht, wenn man 25 Sprachen beherrscht, dann ist das schon mal unglaublich. Ne? Das sind die Sprachen, ihr könnt noch einige mehr, aber das sind die, von denen ihr behauptet, die können wir richtig gut. Ne? Aber das Besondere ist wirklich, dass sie zum Erlernen einer neuen Sprache nur circa 7 Tage brauchen. Nein. Was? Leute, das ist krass. Das ist gemein, oder? Das ist fair. Ja. Das ist krass, oder? Und wir sind in England groß geworden, von daher, von wegen Engländer können ja keine Sprachen, was ja teilweise stimmt, aber wir haben dann beschlossen, da was dagegen zu machen. Genau. Aber ihr könnt es nach 7 Tagen auch so aussprechen, dass man... Akzentfrei auch? Im Moment, stopp. Wie, was? Geht das? Kriegt euch erstmal wieder ein, ja? Ja? Und es gibt ja eine Menge zu erzählen. Ist das irre. Matthew und Michael Yulden aus dem englischen Manchester können sich wohl überall auf der Welt einen Kaffee bestellen. Denn... Nachno zu wein, aprender in u, uma lingua étrangère. Das waren sehr verschiedene Sprachen, aber kurz auf Deutsch. Wir können innerhalb von einer Woche eine Fremdsprache erlernen. Die Zwillinge beherrschen zusammen weit über 20 Sprachen. Irisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Katalanisch, Hebräisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Afrikaans, Albanisch, Niederländisch, Polnisch, Baskisch, Galicisch, Norwegisch, Serbokroatisch, Färöisch, Ukrainisch, Slowakisch, Tschechisch, Isländisch, Griechisch, Türkisch. Was noch? Kornisch. Kornisch, ja. Angefangen hat alles in ihrer Kindheit mit einem Griechenlandurlaub. Beide beginnen die Landessprache zu lernen. Doch es kommt anders. Und die Reise geht stattdessen nach Spanien. Kein Problem für die Vokabelpauker. Die Motivation dafür, klar, Urlaub im Ausland machen, mit den Leuten dort vor Ort reden zu können. Heute brauchen sie gerade mal eine Woche, um eine neue Sprache grundlegend zu beherrschen. Ihr Trick? Ein durchgetakteter Stundenplan. Wir fangen um 9 an, das heißt von 9 Uhr bis 9.30 Uhr müssen wir dann die Wohnung mit Post-its bekleben. Ne? Später dann vielleicht so eine halbe Stunde Grammatik und dann Dialog für eine halbe Stunde. Und dann haben wir eine kleine Pause und hören dann vielleicht auch Musik in dieser Sprache. Puh, ganz schön straffes Programm. Zeit zu verlieren haben die Worttalente jedenfalls nicht, wenn sie noch die restlichen ca. 7.000 Sprachen dieser Welt erobern wollen. Na dann, Zettel raus und Stifte gespitzt. Matthew und Michael Yulden. Habt ihr euch schon mal in einer Sprache versucht, an der ihr gescheitert seid? Eigentlich nicht. Also für uns ist es super, es macht uns sehr viel Spaß. Wir pushen uns gegenseitig. Aber was wir lieben, sind diese Herausforderungen. Und von daher, falls ihr eine Herausforderung für uns habt, dann sehr gerne. In welcher Sprache flucht ihr? Kommt nach Situation. Ja, kommt darauf an. Kommt darauf an, wo Sie sind. Teilweise Berlinerisch. Gibt es eine Sprache, vor der ihr Angst habt, wo ihr sagt, ah, da haben wir wirklich jetzt, das ist eine komplett andere. Also für uns, wir sagen, und das ist jetzt auch nicht arrogant gemeint, sondern auch um anderen zu zeigen, dass, wie gemeint, jeder das kann. Wir finden, jede Sprache kann leicht sein. Es geht auch darum, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die auch leicht sind. Wir sind jetzt mit Deutsch nicht groß geworden, aber wenn jetzt jemand beschließen würde, Deutsch zu lernen, würde ich jetzt nicht sagen, man muss ja unbedingt Konjunktiv 2 auswendig lernen. Wozu? Ich meine, das benutzt man nicht im Alltag. Wir sagen, was ist jetzt am Anfang für uns einfach zu verstehen, indem man jetzt Englisch kann oder vielleicht sogar Spanisch, auch wenn man Türkisch kann zum Beispiel, kann man ja auch
Deutsch einfacher lernen, indem man sich auch wirklich auf die Sachen konzentriert, die auch einfacher zu verstehen sind. Und darum geht es ja auch. Und später kann man sich dann Konjunktiv 2 oder indirekte Rede oder sonst was dann auch. Ne? Ja. Also im Laufe der Jahre die Lerntechnik perfektioniert. Heute sind es hier bei uns 1.000 Euro geworden. Ja. Wir wünschen euch alles Gute für die nächsten Sprachen, die auf euch zukommen. Ja, bin sehr gespannt, wo es noch hingeht. Herzlichen Dank für den Besuch, Matthew und Michael Yulin. Unser nächster Gast ist Sabine Dundorf aus Buchholz. Guten Abend. Hallo Sabine. Herzlich willkommen. Für dich geht's mit Stefanie gleich los. Ja? Aber Sie sollen ja einen kleinen Wissensvorsprung haben. Sie hier im Studio, aber auch Sie zu Hause. Nur wenn Sie wollen. Keine Chance. Keine Chance? Keine Chance? Nee. Okay, dann nehmen wir den nächsten Gast, weil das scheint sehr schwer zu sein. Hier kann man nicht schieben. Nee, ich wollte... Genau. Das ist sehr lustig. Okay. Stefanie? Ja? Der Ratehinweis lautet, von Sabine kriegt jeder gern eine geschmiert. Sabine, hat das was mit Broten zu tun? Ja. Mit Brot. Sie können am schnellsten Brote schmieren. Nein. Geht es um einen Wettbewerb? Nein. Sind Sie Bäckerin? Nein. Schmieren Sie für eine bestimmte Mannschaft? Nein. Es geht, aber Sie schmieren Brote? Ja. Die man danach essen kann? Ja. Ist es wichtig zu fragen, für wen Sie die schmieren, die Brote? Auch, aber... Für sich. Ich habe die Frage... Ob es wichtig ist, für wen du die Brote schmierst? Nein. Ja. Okay. Aber ja. Schadet aber nicht. Aber Sie können das besonders in einer bestimmten Art und Weise? Ja. Ja, mit einem Messer. Ja. Mit einem Messer und einem Brot und mit Butter. Sie schmieren Butter drauf? Auch. Schmeckt auch. Mehr. Sie machen hohe Brote, sie schmieren ganz viel, immer verschiedene, wie so ein Baumkuchen, verschiedene... Nein. Schichten. Schichten. Na, guck mal. Die ersten 200 Euro. Vincent? Liebe Sabine, schmecken Ihre Brote dann auch noch danach? Naja, es könnte ja Kunstwerke sein. Ja. Ach so, ja. Ja, also noch. Okay. Also man kann es alles noch essen und es... Ja. Okay. Wird es in der Regel auch schnell verzehrt? Ja. Ja. Und kann ich das auch bei Ihnen erwerben? Nein. Schade. Also Sie schmieren nur für privaten Haushalt Brote? Ja. Okay. Für Ihre Kinder? Ja. Und ist das wichtig? Nein. Für die Kinder schon. Ja. Okay, suchen wir eine Anzahl an Broten, die Sie schmieren? Nein. Suchen wir einen Rekord, den Sie aufgestellt haben? Nein. Suchen wir die Brotart, die Sie beschmieren? Nein. Suchen wir die Belag? Nein. Das ist ja irgendwas Bestimmtes drauf. 400 Euro. Aber ich schmiere dir ein Brot, Vincent, wenn du ein Hüngerchen hast. Was ist denn das jetzt? Bernhard. Sie schmieren Brote für Ihre Familie. Spektakulär. Das ist, dass das heutzutage schon kaum zu glauben ist. Genau. Liegt das Besondere in der Familie? Nein. Also nicht die Anzahl der Kinder? Nein. Oder in Nein. Der liegt die, das Besondere in der Geschichte der Familie, bei den Vorfahren? Nein. Irgendetwas am Brote schmieren ist besonders? Ja. Ja, also, das Brot liegt auf dem Boden, also auf dem Tisch und wird mit Messer und Butter beschmiert und belegt. Ja. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Ist der Belag das Besondere? Nein. Das Brot was Manchmal Besonderes? Auch. Ne? Manchmal, ist das, ja. Ja, aber okay. Ist das Brot was Besonderes? Also, der Belag kann schon auch das Besondere sein. Ja, aber das Brot ist auch... Posten Sie lustige Frühstücksbilder. Bitte? Posten Sie lustige Frühstücksbilder. Es gibt so Leute, die posten jeden Tag ein anderes Bild mit so Gesichtern drauf und sowas. Oder Porridge. Ja. 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 Geht in die Richtung. 600 Euro. Sie schmieren Brote für Ihre Familie und fotografieren jeden Morgen das Brot, was Sie Ihren Kindern geschmiert haben. Ja. Suchen wir nach der Anzahl der Follower, die Ihnen beim Broteschmieren zugucken.
Keiner hat so viele Brotenschmier-Follower wie Sie. Ist das, wonach wir suchen? Es geht in die Richtung. Ja. Sind die Brote Kunstwerke? Machen Sie daraus irgendwie ein Gesicht oder sowas? Also auch. Sagen, auch. Das heißt, Sie machen ein kleines Kunstwerk und imitieren oder karikieren jeden Tag einen Prominenten mit der Gurke oder der Käse oder so? Nein. Sind die Brote ganz normal formatiert? Also nicht groß oder so? Nein, normal. Also ich sage jetzt mal, Sie sind... Okay, Sie sind im Internet die Brotschmier-Queen. Das weiß ich nicht. Nee, das Brotschmieren steht nicht im Fokus. 800 Euro. Brotschmieren steht nicht im Fokus. Warum sagst du das? Brotschmieren steht nicht im Fokus. Was denn? Es geht seit 5 Minuten ums Broteschmieren. Brotschmieren steht nicht im Fokus. Ja. Naja, also sie postet Gesichter oder Figuren oder Bilder von Frühstücksbroten oder Abendbroten. Und warum gucken die Leute? Das habe ich auch schon gemacht, nur ohne posten halt. Sie ist Brotfluencerin. Weil ich, was ich zum Beispiel mit Brot mache, ich esse sie zum Beispiel. So. Sie macht das aber, weil sie irgendeine tolle Geschichte hat auf dem Brot, weil sonst würden die Leute ja nicht zugucken. So doof sind die Leute ja nicht, wenn sie mit meinem Brot schmieren zugucken. Ich glaube, dass wir viel zu weit weg sind. Sie ist einfach die erfolgreichste deutsche... Ihr seid nicht so weit weg. Ihr seid nicht so weit weg. Sie ist die erfolgreichste deutsche Frühstück... Also Brotgestaltungs... Influencerin. Ja. Das heißt Brotfluencerin. Ja, sie ist Brotfluencerin. Ja. Broflu. 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 Stefanie, mach das. Also, ihre Kinder gehen wahrscheinlich so ungern zur Schule, dass sie sich gedacht haben, ich muss die Brote ein bisschen spektakulärer gestalten. Die sollen glücklich sein in der Schule. Also machen sie so Glücksbrote. Die sehen aus mit Gesichtern. Tomaten sind die Augen. Die Gurke wird vielleicht so als Mund. Und vielleicht gibt es da auch mittlerweile an der Schule irgendeinen Wettbewerb, dass sie sozusagen die Brotschmier-Queen sind. Nein. Da war ganz viel richtig davon, aber es ist nicht die Lösung. Ganz viel richtig. Müssen wir es verallgemeinern vielleicht wieder? Also Sabine ist die erfolgreichste Internet-Influencerin, die ihre Brote, geschmierten Brote postet. Ja. Punkt. Punkt. Nee, es gibt noch einen Punkt dazu. Einen Punkt, oder? Ja, genau. Zu dem komme ich jetzt. Und zwar stehen da drauf so guten Morgensprüche, weißt du, man startet gut in den Tag und da steht morgens so drauf so... Nein. Deutsch oder weltweit sogar. Nee, dann Punkt. Das war zu 95% richtig und jetzt möchte ich nur noch hören, um was für Brote geht es? Um Frühstücksbrote. Die erfolgreichste Frühstücks... Also nicht... Brofluencerin, Frühbrofluencerin. Frühbrofluencerin, also Frühstücksbrot. Fluencer. Frühfluencerin. Pausenbrot. Aua! Ich werde geschlagen! Polizei! Sie ist die erfolgreichste Pausenbrot-Influencerin. Das ist richtig! In der Tat, was es nicht alles gibt. Wie viel Menschen folgen dir aktuell? Auf TikTok 1,6 Millionen. Nee. Und Instagram 162.000. Ja, aber es ist natürlich auch so spannend zu sehen, was du da jeden Tag machst. Ne? Es gibt natürlich viele gute Gründe, warum Sabine so viele Menschen dabei zuschauen. Das ist cool. Wo ist wohl der schönste Platz der Welt für eine Gurke? Klar. Hier in der Spezialbrotdose von Sabine Dondorp aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Pausenbrot-Influencerin. Was ich in die Brotdosen meiner 3 Kinder zaubere, schauen sich im Internet über 50 Millionen Menschen an. Dreimal die Woche wird ihre Küche zum Filmstudio. Ihre Kunstwerke für den schnellen Snack sind echte Handarbeit und der Hit im Netz. Vor 2 Jahren legt Sabine damit los. Ich habe ja 3 Kinder und meine ältesten beiden, die sind mal ganz normal zur Schule gegangen mit ihrem Pausenbrot, Stulle zusammengeklappt, Apfel dazu, fertig. Und als mein jüngstes Kind dann in die Schule kam, hat sie einfach ihr Pausenbrot nicht angerührt. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich kreativ werden. Für alle 3 Dosen braucht sie nur 30 Minuten. Jeder Handgriff sitzt. Und so wandert immer etwas Süßes, Salziges, Obst und frisches Gemüse flink in die Dose. Für mich ist es einfach entspannend, weil ich finde einfach, Essen sollte schön aussehen und das Auge isst mit.
Freuen über die Boxen dürfen sich natürlich die Kinder. Die Brotboxen sind Kult auf dem Pausenhof. Und Mama nicht nur für sie ein echter TikTok-Star. Meine Mitschüler sind auch richtig neidisch. Meine Lehrerin findet das auch richtig cool. Aber die gebe ich nichts ab. So viel Liebe und Hingabe für ein paar Bissen. Ist da nicht einer neidisch? Mir reicht morgens im Büro mein Kaffee. Und dann habe ich mittags die Kantine, das reicht mir völlig aus. Ja, schön, dass die Kinder sich drüber freuen. Hey, aber Bernhard und Kai, die würden sich bestimmt über so eine Box freuen. Ja, natürlich. Ich kann auch den Kai Pflaume in der Brotdose machen. Vielleicht mit ein paar Fläumchen drin. Das wäre doch was. Alle zusammen tanzt das Brot. Was meint ihr? Das wäre doch was. Pausenbrote von Sabine Dondorp. Lecker. Was für eine tolle Geschichte und was für eine unglaubliche Idee. Und guck mal, ich glaube, dass die zeige ich mal so, dass man da reingucken kann. Das sah bei mir früher anders aus. Ja. Ich glaube, am besten kann man sehen, wenn das einmal hier über den Tisch wandert, denke ich. Guck mal, aber der Vincent. Ich finde die Kantine nicht so. Guck mal, Vincent. Ich würde die Kantine nicht vorziehen. Ist das schick? Super. Ich bin mir sicher, ich habe schon mal was abgeguckt. Ach, guck mal. Darf ich das behalten? Ja. Was weiß ich? Das muss Sabine entscheiden. Wie lange alles ist das da schon drin? Alles frisch? Ja. Aber ich will es nicht kaputt machen. Biete doch mal was an. Ja. Ich würde es gerne selber essen. Ah, okay. Sabine, wie ging das los? Also ich meine, die Brotdosen so kreativ zu gestalten, ist ja das eine. Aber dann die Idee zu haben, das auch zu posten und entsprechend in Szene zu setzen? Genau, also meine jüngste Tochter, die aß ja ihr Pausenbrot nicht. Und dann habe ich mir erst selbst Inspiration im Internet geholt und habe es dann irgendwie so ein bisschen nachgemacht und habe dann gedacht, für meine eigene Erinnerung mache ich halt auch so einen Instagram-Post, da hatte ich meine Inspiration ja her und fotografiere das halt einfach. Und meine Tochter kam dann auf die Idee, Mama, warum machst du nicht einfach TikToks? Und dann haben wir das auf TikTok hochgeladen und ganz schnell ging das dann viral und auf Instagram dann auch und so kam das. Ist vielleicht von der Zielgruppe doch noch ein bisschen näher dran bei TikTok, ne? Da sind ja dann doch ein bisschen die Jüngeren unterwegs. Ja, und ich nehme nur die U's, ich nehme nur die U's. Sehr gut. Macht mal weiter, frag noch ein bisschen. Ja, ja. Solche Gäste brauchen wir. Aber jetzt hast du ja auch schon einiges gemacht und damit ist natürlich dann einiges auch schon passiert und hat man schon gesehen. Woher kommen immer wieder neue Ideen? Ja, einfach, manchmal fällt mir das halt einfach ein, zu einem bestimmten Thema oder Tiere oder irgendetwas. Oder ich sehe etwas bei anderen und wandle es nochmal für mich ab. Oder, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du dir damit nicht nur Freunde gemacht hast, weil du ja damit andere Mamas auch mächtig unter Druck setzt. Ja, das hoffe ich einfach nicht. Da kann ich nur dazu sagen, niemand darf sich davon unter Druck gesetzt fühlen. Also es soll nur eine Anregung, Inspiration sein. Und das ist ganz toll. Das ich möchte das auch machen. Ja. Ja, also ihr könnt euch nachher natürlich noch jede Menge Tipps von Sabine holen. Die Accounts heißen wie? Also wenn jemand jetzt neugierig geworden ist? Pausenbrot-Junkie. Cool. Herzlichen Dank, es sind 800 Euro. Ja. Viel Erfolg weiterhin, viel Spaß. Dankeschön. Und immer neue kreative Einfälle. Vielen Dank. Ja. Sabine Dondorp, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Armin Schellwart aus der Schweiz. Armin, grüezi. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Wir starten mit Vincent gleich in die Raterunde. Und hier liefern wir Ihnen den Grund, warum Armin heute unser Gast ist. Aber wenig überzeugt. Au. Wahnsinn, habe ich gehört. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, du sagst aber immer nein. Armin, Vincent beginnt. Ja. Und der Ratehinweis lautet, der schon wieder. Okay, einen schönen guten Abend, lieber Armin. Suchen wir einen Rekord, den Sie aufgestellt haben. Ja. War es ein sportlicher Rekord? Ja. Haben Sie den Rekord am häufigsten wiederholt? Ja. Geht es um eine Sportart ohne weitere Hilfsmittel? Ja. Also Laufen, Wandern zum Beispiel. Ja. Geht es um Bergsteigen? Also Bergsteigen ist es nicht wirklich, ne? Nee, aber nein. Wandern. Also Sie haben am häufigsten den gleichen Berg in der Schweiz bezwungen und die Spitze besucht auf der Welt.
Ja. Nicht ganz verkehrt. Ja, sehr gut. Die ersten 200 Euro. Suchen wir den Berg, den du regelmäßig bewandert hast? Nein. Schade. Okay. Ich glaube nicht, dass du ihn kennst. Okay, ist der Berg, liegt er denn in Deutschland? Nein. Nein. Aber ist egal, wo der liegt, darum geht's nicht. Er kommt also aus der Schweiz. Liegt er in der Schweiz, der Berg? Ja. Hm? Und du hast einen bestimmten Berg mit einer bestimmten häufig mehr als 1000 Mal bestiegen. Ja. Mehr als 2000 Mal bestiegen. Ja. Mehr als 3000 Mal bestiegen. Ja. Mehr als 100.000 Mal bestiegen. Nein. Ich mach mal kurz. Also mehr als 10.000 Mal bestiegen? Nein. Mehr als 7.000 Mal? Nein. Zwischen 6.000 und 7.000 Mal? Ja. Okay, und wir suchen den Berg nicht, weil wir ihn eh nicht kennen. Er genau. hat einen Berg. 400 Euro. Also das an sich ist ja schon kaum zu glauben, dass Sie einen Berg in der Schweiz zwischen 6.000 und 7.000 Mal bestiegen haben. Ja. Wir suchen jetzt noch etwas dazu. Ja, da ergibt sich fast automatisch noch was draus. Da ergibt sich ein Rekord. Sie sind ein Weltmeister, oder kann man das sagen, eine Meisterschaft? Suchen wir nach einer Meisterschaft? Nein. Haben Sie das mit Atemgerät gemacht? In der Schweiz? Nein. Ich bin kein Fachmann. Sind Sie mal abgestürzt? Nein. Waren Sie der Erste, der auch auf diesem Berg war? Nein. Eine Erstbesteigung? Haben Sie das im Team gemacht? Nein. Immer alleine? Ich sagte gerade, aus dem, was wir gerade gehört haben, ergibt sich in der Folge noch etwas. Okay. Also eine weitere Besonderheit noch. Ganz automatisch fast. 600 Euro, Armin. Ja. Besteigen Sie diesen Berg jeden Tag? Nein. Mehrmals die Woche? Ja. Sie besteigen den Berg mehrmals die Woche und das seit 5 Jahren? Nein. Seit mehr als 10 Jahren? Ja. Seit mehr als 10 Jahren besteigen Sie den Berg mehrmals die Woche? Ja. Okay, noch was? Also wir waren ja bei einer ungefähren Anzahl. Na, vielleicht können wir die noch konkretisieren. Sie haben den Berg 6.500 Mal bestiegen. In den Nein. War das nicht so viel? Nee, aber doch. 6.200. Hm? 800 Euro, Armin. Ich nehme an, er hat es in einer bestimmten Zeitfrist. Ich glaube, er wird immer schneller. Wir brauchen einen letzten Tipp. Okay, dann sage ich, Armin hat den Weltrekord im Bergsteigen, weil er mit den meisten Bergbesteigungen eines einzelnen Berges diesen Weltrekord aufgestellt hat. Und das mit einer Anzahl von 6.222. 6.722 Bergbesteigungen des wie uns unbekannten Berges. Jetzt mach 6.666. Nein. Du hast nicht die Anzahl genannt. Armin ist der Bergsteiger, der die häufigsten Gipfel erreicht hat, mit einer Zahl von 6.297. Nein. Also kein Schweizer hat mehr Besteigungen als Armin hinter sich, nämlich über 6.000 Besteigungen. Nein. Ich weiß, für mich ist es auch unbefriedigend. Stöhnen Sie nicht so. 6.300. Er ist der älteste Mann, der über 6.666 Mal diesen Berg bestiegen hat. Aber er hat ja jung angefangen. Nein, es sind erst mal 1.000 Euro, Armin. Herzlichen Glückwunsch. Armin hat gerade ein wunderbares Jubiläum gefeiert. Er ist natürlich genau 6.000 Mal auf den immer wieder selben Berg gestiegen und hat dabei über 3 Millionen Höhenmeter bewältigt. Und das im Laufe von? 23 Jahre. 23. Enorm. Immer wieder derselbe Berg hoch
Und natürlich auch wieder runter und wieder hoch und natürlich auch wieder runter. Der mystische Mieten. Ein Sehnsuchtsort für Armin Schelbert aus Hinwil in der Schweiz. Und das bei Wind und Wetter. Ich habe in diesem Jahr zum 6000. Mal den 1899 Meter hohen Schweizerberg Grosser Mieten bestiegen und habe so bis heute rund 3 Millionen Höhenmeter bewältigt. Der Höhenflug des ehemaligen Baustellenleiters beginnt 1962 klein. Das erste Mal auf den Grossen Mieten, da war ich knapp 18 Jahre alt. Habe aber nie gedacht, dass ich da mal regelmäßig raufkam. Als Mitglied im Club der Hunderter sammelt er seit 1999 offizielle Höhenmeter. Mehrmals am Tag erklimmt er das Schweizer Wahrzeichen. Mindestens 100 Mal während jeder Wandersaison. Seine Höchstleistung? 481 Aufstiege in nur einem Jahr. Wandern ist etwas ganz Schönes. Man sieht die Natur, man sieht die Umgebung in der Nähe und man hat auch Kontakt mit Leuten. Für die Strecke benötigt der rüstige Rentner aufgrund seines Trainings nur etwas länger als eine Stunde. Wenn ich oben auf dem Berg bin, ist das immer ein Glücksgefühl. Immer wieder eine Zahl mehr. Ein Leben ohne dieses Gefühl, für den fast 80-jährigen Gipfelstürmer unvorstellbar. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich noch sehr lange raufgehen kann. Auch wenn sein Lieblingsfels wortwörtlich große Mythen verspricht, seine Geschichte ist sowas von wahr. Armin Schelbert. Armin, ich habe schon eine Idee, wo du deinen 80. nächstes Jahr feierst. Ja, ich auch. Ja? Aber mit dieselbe Idee. Ja? Oben auf dem Berg? Ich hoffe es. Hat die Hütte ganzjährig geöffnet? Nein. Ja? Von im Frühjahr ist das Anfang Mai, das wieder offen ist. Okay. Und dann bis ungefähr, wann schließt sie wieder? Normal 1. November. Okay. Ja. Super. Respekt, Respekt. Ja. Wandern Sie denn manchmal auch mit anderen? Also nehmen Sie auch manchmal Leute mit? Oder? Wenn Sie mich fragen, schon. Ja. Mache ich schon. Okay. Aber niemand, der bremst. Ne? Die müssen schon das Tempo mitgehen. Ja, wenn ich mit anderen Leuten gehe, dann mache ich das, was die anderen wollen. Okay, mach es auch mal langsam. Freude haben. Ja, das stimmt. Super. Ja. Das ist es. Wenn ich vorbeikomme, also eine unglaubliche Leistung. Ja, vielleicht meldet sich mal jemand an. Wenn ich vorbeikomme, sofort. Ich liebe Wandern und Berge sowieso. Ich würde nur morgens starten, damit du dann irgendwie so nachmittags hinterherkommen kannst. Damit wir gleichzeitig ankommen. Genau. Ja. Vielleicht geht er ja auch mehrfach in der Zeit. Ja, genau. Hallo, könntest du, ich frage, genau. Ich habe was vergessen. Dankeschön. Armin, es sind 1.000 Euro geworden. Viel Spaß damit. Alles Gute, bleib gesund und viele, viele erfolgreiche Aufstiege noch. Ja? Herzlichen Dank, Armin Schelbert. Meine Damen und Herren, unser nächster Gast kommt aus Berlin. Herzlich willkommen, Heinz Jankowiak. Hallo Heinz. Auch hier sagen wir guten Abend. Wir starten wieder mit Bernhard. Und natürlich hat es auch diese Geschichte in sich. Klingt aber nicht sehr lustig. Das ist aber nicht das. Schwer, ja, danke. Der Ratehinweis lautet: Platz ist in der kleinsten Hütte. Viel Spaß. Ich muss gerade den Optimismus finden. Da habe ich ihn. Hallo. Hallo, Heinz. Suchen wir deinen Beruf? Nein. Suchen wir ein Hobby? Ja. Sammelst du etwas? Ja. Ha! Sehr gut. Das, was du sammelst, ist das ein Alltagsgegenstand? Nein. Nein. Hat der etwas mit Politik zu tun? Das, nein. Was du sammelst? Aber es ist ein Gegenstand? Ja. Befindet sich dieser Gegenstand üblicherweise innerhalb eines Gebäudes? Ja. Kein Alltagsgegenstand. Ist es ein motorisierter Gegenstand? Nein. Ist es ein natürliches Objekt, also Tiere, Pflanzen oder sowas?
Nein. Sind es Handwerkszeuge? Nein. Ist es etwas Motivisches, also Blumen, Tassen und sowas? Nein. Nee, auch nicht. Das, was du sammelst, habe ich das zu Hause? Kann sein. Kann sein, ja. Kann aber sein. Ja. Ich glaube nicht, ist aber möglich. Die ersten 200 Euro. Hubertus. Weil Sie aus Berlin kommen, ich will es einmal gefragt haben, es gibt da eine U-Bahn-Station Onkel Toms Hütte. Hat das damit was zu tun? Nein. Sie haben, hat das was mit Architektur zu tun? Nein. Was mit Wohnungsbau? Was mit? Nein. Hat es was mit einer Hütte zu tun? Nein. Hat es was mit Garten zu tun? Nein. Das, was Sie suchen, diesen Alltagsgegenstand, den wir eventuell zu Hause haben, habe ich den, wenn ich ihn zu Hause haben sollte, habe ich ihn in der Garage? Nein. Habe ich ihn im Keller? Vielleicht. Im Badezimmer? Nein. Wohnzimmer? Wahrscheinlich. Auch vielleicht. Auch Küche? Nein. Nein. Also Wohnzimmer und Keller. Haha, spektakulär. Hat das was mit Essen zu tun? Nein. Im weitesten Sinne. Was mit Porzellan? Nein. Mit Plastik, Kunststoff? Na, eher nicht. Holz? Ja, ja. Holz. Ja. Holz. 400 Euro, Heinz. Du hast es. Stefanie. Hat das was mit Hüten zu tun? Nein. Holz, Holz, Holz. Holz. Ach, Hütte. Hat das was mit Schwibbögen zu tun? Das sind diese Weihnachtsbögen, diese Adventsbögen. Ach so, nein. Ist es etwas Jahreszeitliches? Nein. Ist es Dekoration? Teilweise. Sieht man das in Schaufensterläden? Auch, kann. Ja. Ist es etwas, was wir schon mal gesehen haben? Na sicher. Na sicher, aus Holz. Ist es auch wirklich immer aus Holz oder nur bei Ihnen aus Holz? Das ist meistens aus Holz. Sind es Kochlöffel? Nein. Wohnzimmer und Keller sind. Ist es eine Kiste? Nein. 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 Ist es rund? Nein. Eckig? Nein. Nein. 600 Euro. Es ist nicht rund, es ist nicht eckig. Es ist nicht rund, es ist nicht eckig. Aber aus Holz. Und im Keller und im Wohnzimmer. Mach mal. Keller und Wohnzimmer. Lieber Heinz, ist der Gegenstand immer aus Holz? Nein. Hm, perfekt. Sitzt man auf diesem Gegenstand normalerweise? Nein. Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Ist es ein Tisch? Nein. Eine Art Tisch? Hocker? Nein. Stuhl? Nein. Mehr habe ich in meinem Wohnzimmer nicht. Hm? ist es eine Uhr? Nein. Kann man auf dem Gegenstand was abstellen? Nein. Ja, theoretisch ja. Theoretisch, ja. Theoretisch, aber ja. Da gibt es hinter die Ohren. Ja. Da gibt es einen hinter die Ohren. Gibt es einen hinter die Ohren, wenn ich da was drauf abstelle? Hier fällt nur eins ein. Ist es eine Katze? Nein. Hinter Haar. Den Ohren. Nee, ich habe noch kein Haar. Ich bin überfragt. Ah, 800 Euro. Mhm. Sehr gut, Heinz. Also, läuft. Ich habe so einen Verdacht. Naja, also bei hinter die Ohren, weißt du, also dass man nichts draufstellt, dann wäre ich sofort bei Instrumenten. Spieluhr. Irgendwas musikalisches. Warum im Keller? Mein Gedanke, Spieluhr. Ja, berühmte Spieluhren waren im Keller verwahrt. Klar, die bekannten Spieluhrkeller aus der Barockzeit. Die Kellerspieluhr aus der Barockzeit wird im Keller verwahrt. Oder vielleicht so Flügel. Diese kleinen Puppenhäuser. Flügel in der Küche? Nee, du hast die Küche völlig falsch verstanden. Und das heißt, ach so, keine Küche. Wohnzimmer und Keller. Wohnzimmer und Keller. Ja, ganz ehrlich, kleinste Hütte. Puppenhäuser. Deshalb auch im Keller. Deshalb auch im Keller, weil die saisonal nur benutzt werden. Das kann sein. So. Aber ich hatte mein Puppenhäuschen in der Küche. Soll ich? Das erklärt vieles. Soll ich das machen? Mach, dann freust du dich. Wenn ich recht habe, freust du dich, weil es deine Idee ist. Aber wenn ihr beide nicht recht habt, dann freue ich mich. Dann bist du dran. Na, macht mal. Heinz hat die größte Puppenhaussammlung. Deutschlands oder der Welt. Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Aber geht es um eine Puppenhaussammlung? Es geht auch nicht um eine. Okay, sehr gut. Dann könnt ihr was Neues Instrumente machen. Vielleicht weiter. So, Heinz ist, der hat die größte Sammlung an Spieluhren Deutschlands. Nein, nein. Er hat die größte Sammlung eines bestimmten Instruments. Und dann kannst du spezifizieren. Ja. Okay. Ja. Habe ich nicht die Lösung. Also Klaviere, die größte Klaviersammlung zu haben, ist echt platzaufwendig. Also und auch arschteuer. Die größte. Er hat schon verneint. Er hat ja keinen Platz mehr. Wahrscheinlich ist er so eingerammelt.
Ich sag dann, Heinz, du hast die größte Gitarrensammlung. Nein. Versuch es mit Klavier. Aber Klavier hat er schon verneint. Die größte Klaviersammlung Deutschlands. Das ist richtig, aber nicht die Lösung. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro, Heinz. Denn Heinz Jankowiak aus Berlin hat die größte, kleinste Sammlung an Klavieren und Flügeln. Denn er sammelt nur ganz platzsparend Mini-Klaviere und Mini-Flügel. Nein. Das ist ganz spitz. Ach, das ist ja krass. Wusstet ihr gar nicht, dass es sowas gibt? Nein. Ja, gibt's alles. Deswegen sind wir hier. Hier, schauen Sie gut hin. Heinz Jankowiak aus Berlin haut gerne in die Tasten. Mal in die großen und mal in die ganz kleinen. Ich besitze mit 1150 Exemplaren die größte Sammlung an Miniaturflügeln und Miniaturklavieren in Deutschland. Klein, aber oho. Auf den Geschmack kommt der damalige Student 1979 bei einer Chorprobe. Da kam die Dirigentin und hatte ein Klavier und einen Flügel in der Hand und sagte, eins davon würde ich verkaufen. Und weil ich gerne Klavier gespielt habe, habe ich ihr also den Flügel abgekauft. Das war mein erster und heute sind es nun 1150 Stück. Kein Wunder, denn schon während seiner Zeit als Kriminaldirektor achtet Heinz aufs kleinste Detail. Als Ausgleich zu Mord und Totschlag schafft er sich seine heile Tastenwelt. Die Sammlung war immer Mittelpunkt, wenn wir auf Reisen waren. Dann ging es mit dem sogenannten Flügelsuchblick durch die Märkte, durch die Porzellangeschäfte und durch die Antiquitätengeschäfte. Und da habe ich schon eine ganze Menge mitgebracht. Besser sortiert als jede Asservatenkammer. Und hier spielen seine Lieblinge neben Ehefrau Evelyn die erste Geige. Der materielle Wert dabei nebensächlich. Das geht von der Porzellanmanufaktur in Meißen bis zu meinen Töchtern, die mir handgefertigte Exponate gemacht haben. Das ist mir natürlich sehr viel wert. Und das Besondere an den Mini-Pianos? Man kann Nilpferde sammeln oder Enten sammeln oder Frösche sammeln. Aber da steckt lange nicht diese Vielfalt drin, die ich hier habe bei meinen Flügeln. Und so bleibt er weiter auf der Suche nach den ganz besonders kleinen Stücken. Heinz Jankowiak. Und eines der ganz besonderen Stücke seht ihr hier. Das ist krass. Wo hast du das gute Stück erstanden? Im Liberace-Museum in Las Vegas. Das dachte ich. Wahnsinn. Und wir haben ja hier noch ein paar mehr. Ne? Da sind ja einige sehr, sehr unterschiedliche Sachen dabei. Mein Lieblingsstück ist das Double von der Minnie Maus und Mickey Maus da. Das heißt Love Tunes. Also er singt, da er spielt und sie himmelt ihn an mit ihrem Krönchen. Das ist dann fast wie bei euch zu Hause. Limitierte Arbeit. eine limitierte Edition auch aus Amerika. Stellst du die Sachen irgendwo auch mal aus oder kann man sie auch irgendwo anschauen? Meine letzte Ausstellung habe ich im Husumer Schloss gemacht. Da läuft ein Festival mit 6 Klavierkonzerten und diese Klavierkonzerte habe ich begleitet mit 250 meiner Flügel in den Vitrinen da im Husumer Schloss. War eine sehr interessante Geschichte und hat guten Anklang gefunden bei den Zuhörern der Konzerte. Sicher? Ja, es sind 1.000 Euro geworden. Da ist vielleicht die eine oder andere Anschaffung wieder drin. Oder was für Ihre liebe Frau. Ja, die freut sich ganz sicherlich auch. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und viel Erfolg weiterhin mit der tollen Sammlung. Interessante Gäste, unglaubliche Geschichten, all das gab es wieder heute bei uns. Wir sagen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind und sagen herzlichen Dank an unser Rateteam. Bernhard Hoeker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumm und Vincent Weiß. Halten Sie die Augen offen, denn es gibt noch das ein oder andere kaum zu glauben XXL in den nächsten Wochen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen am Sonntagabend. Wir sagen danke, gute Nacht, viel Spaß noch im NDR Fernsehen und morgen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, machen Sie es gut.